Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute, wie man diese leckere Erdbeersahne-Rolle zu Hause selber macht. Die geht ganz leicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Schauen und würde sagen, bis später. Beginnen wir auch schon direkt und ich fange mit dem Muster an. Dafür nehme ich zuerst einmal hier meine Schüssel und gebe dort ein Eiweiß rein und dann noch 2 Esslöffel Zucker. Und das schlage ich erstmal für ein paar Minuten schaumig. Wenn das dann gemacht ist, gebe ich noch 2 Esslöffel Mehl hinzu und noch einen Teelöffel Sonnenblumenöl. Und das rühre ich jetzt wieder alles gut miteinander um. Dann darf natürlich die Farbe nicht fehlen. Dafür nehme ich einfach rote Lebensmittelfarbe und gebe die hier in die Schüssel dazu. Und das vermenge ich dann alles wieder gut miteinander. Ihr könnt natürlich aber auch blaue, grüne oder lilane Farbe nehmen. Das ist wirklich euch komplett selber überlassen. Ihr könnt den Teig auch aufteilen in 2 Teile oder 3 Teile. Und ihr könnt zum Beispiel die Herzen in einmal pink und rot machen. Das ist wie gesagt euch komplett überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr Lust habt und welches Muster ihr vielleicht auch kreieren wollt, was dazu besser passt. Dann habe ich jetzt hier meinen fertigen Teig und ich kann anfangen, meine Muster zu kreieren. Dafür gebe ich den Teig in so eine Flasche rein, weil ich das damit besser aus Backblech bekomme. Das habe ich schon ausgestattet mit etwas Backpapier. Und ja, jetzt kann ich hier anfangen, meine Herzen zu malen. Ihr könnt natürlich aber auch jedes andere Muster malen, je nachdem zu welchem Anlass. Passt natürlich was anderes besser. Passt aber auf, dass wenn ihr das aus Backblech malt, dass ihr nach oben und nach unten hin nichts zum großen Rand lässt, weil der Teig ja später auch aufs ganze Backblech kommt. Wenn ich das ganze Backblech dann sozusagen vollgemalt habe, kommt das auch alles schon in die Tiefkühltruhe für mindestens 20 Minuten. Ich lasse es meistens einfach 30 Minuten drin und dann bin ich immer sicher, der Teig darf halt einfach nicht zerfließen, muss halt schon etwas härter geworden sein. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Kuchenteig. Dafür gebe ich zuerst 4 Eiweiße hier in meine Schüssel mit einer Prise Salz zusammen und das schlage ich schön schaumig auf. Dann habe ich jetzt hier in einer separaten Schüssel die 4 Eigelbe. Dazu gebe ich noch 60 Gramm Zucker und das rühre ich erstmal für ein paar Minuten schön cremig. Dann habe ich nochmal in einer separaten Schüssel 125 Gramm Mehl und dazu gebe ich einen halben Teelöffel Backpulver und das vermenge ich gut miteinander. Das müssen wir natürlich noch alles zusammenbringen. Dafür habe ich jetzt hier zuerst einmal mein aufgeschlagenes Eiweiß. Dazu kann ich die Eigelb-Zuckermischung geben. Die hebe ich kurz vorsichtig unter, bevor ich dann die Mehlmischung unterheben kann. Und dann sind wir auch gleich schon fertig mit dem ganzen Teig. Das Backblech mit dem Muster habe ich jetzt schon aus dem Tiefkühlfach geholt. Da kommt jetzt nämlich noch der Teig natürlich drauf. Den verteile ich auf dem ganzen Blech und auch in den Ecken. Und dann tue ich das Backblech am Ende nochmal, kurz bevor der in den Ofen kommt, tue ich das nochmal ein paar Mal auf die Arbeitsfläche leicht klopfen, damit sich der Teig nochmal verteilen kann. Ja, und dann kommt der auch schon, wie gesagt, in den Ofen bei 180 Grad für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Passt nur auf, dass er nicht zu lange drin ist, dass er an den Rändern nur leicht bräunlich ist, damit er am Ende nicht zu trocken wird. So, der Kuchen ist jetzt fertig gebacken und jetzt geht es auch schon zum Rollen. Dafür habe ich zuerst einmal hier ein Küchenhandtuch hingelegt und das bestreue ich mit etwas Puderzucker. Und da gebe ich jetzt den fertig gebackenen Kuchen drauf. Der sollte auf jeden Fall noch leicht warm sein, zwar nicht mehr so warm, dass ihr euch verbrennen könntet, aber er muss auf jeden Fall noch warm sein, damit ich den auch gleich rollen kann. Das Backpapier ziehe ich natürlich noch vorher ab. Passt aber auf, dass ihr das nicht ruckartig abzieht, damit ihr den Kuchen nicht kaputt machen könnt. Und dann sieht man auch schon das schöne Muster oben. Aber das drehe ich jetzt alles nochmal. Also ich gebe nochmal jetzt ein Küchenhandtuch oben drauf und drehe das einmal nochmal um, sodass das Muster unten ist. Das obere Handtuch kann natürlich jetzt weg, das brauchen wir nicht mehr. Und ich fange an, den Teig einmal aufzurollen mit dem unteren Handtuch. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Schritt, dass ihr den jetzt macht, weil so kann der Teig sich quasi schon mal an die Form gewöhnen und rollt ihn später wieder auf. Und er bekommt auf jeden Fall auch so keine Risse. Und dann kommt er so, wie der ist, mit dem Handtuch in den Kühlschrank für mindestens 20 Minuten. Bei mir sieht das gerade so aus, als ob ich den von der langen Seite aufrolle. Aber nee, ich habe den einfach nur gedreht gehabt, damit ich den besser aufrollen kann. Also passt bitte auch bei euch zu Hause auf, dass ihr den von der kurzen Seite aufrollt, so wie er auch am Ende dann aufgerollt werden muss mit der Sahne drinne. In der Zwischenzeit, wo der Kuchen im Kühlschrank ist, bereite ich schon mal die Erdbeersahnecreme vor. Dafür gebe ich zuerst einmal 2 Päckchen Schlagsahne hier in meine Schüssel und schlage die kurz auf. Bevor ich dann 2 Päckchen Vanillezucker hinzugebe und 2 Päckchen Sahne steif. Und dann rühre ich das so lange um, bis sie schön fest ist, die ganze Sahne. Dann dürfen natürlich die Erdbeeren nicht fehlen. Dafür nehme ich 500 Gramm Erdbeeren. Ihr könnt einfach frische nehmen oder auch einfach Tiefkühl-Erdbeeren. Die sollten natürlich dann aufgetaut sein und die püriere ich und gebe den einfach zu der festen Sahne dazu und vermenge dann alles miteinander.
Da muss ich natürlich alles nur noch zusammenbringen. Dafür habe ich jetzt hier den Teig aus dem Kühlschrank und habe den hier ausgebreitet auf meiner Arbeitsfläche. Da kann ich jetzt die Sahne überall schön drauf verteilen. Passt aber auf, dass ihr links und rechts am Teigrand nicht so viel hintut, weil ihr den auch später ja aufrollt und da sollte dann nichts rausquellen. Ja, und dann kann ich den auch schon aufräumen, wenn die Sahne drauf verteilt ist. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. Hier ist jetzt meine fertige Erdbeersahne-Rolle. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und wie immer gerne bis zum nächsten Mal.